und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir hatten die Woche Urlaub und ich bin wirklich zu keinem Video gekommen. Eigentlich hatte ich vor, sogar zwei zu drehen. Ich habe es nicht geschafft, weil wir im Garten so viel gearbeitet haben. Ist aber auch nicht schlimm, wir sind im Garten echt gut vorangekommen. Und jetzt haben wir Samstag. Nico ist gerade unten ein bisschen am Zocken und jetzt habe ich Zeit. Wundert euch nicht, ich habe es mir jetzt einfach mal auf dem Bett gemütlich gemacht. Die Kamera muss nämlich auch laden. Habt ihr jetzt hier am Strom hängen und versuche mich während dem Video ein bisschen zu entspannen auch. Sorry, ich sehe gerade in der Kamera, dass das Licht dauernd hell und dunkel wird, ne? Am besten bewege ich mich nicht so viel. Genau, also das heutige Video. Ich möchte heute ein bisschen auf BAföG-Alternativen eingehen, wobei Alternativen auch nicht so das richtige Wort ist. Überbrückung. Überbrückung ist vielleicht ein besseres Wort dafür. Zum Beispiel, wenn man vergessen hat, was aufzutauen oder welche Alternativen es für den Urlaub gibt. Wenn man sein BAF zum Beispiel nicht mitnehmen kann, weil keine Kühltruhe zur Verfügung steht im Urlaub oder weil man es einfach nicht möchte, weil es einem zu unbequem ist. Ich erinnere mich nämlich auch an eine Situation, da sind wir 4-5 Tage nach Leipzig gefahren und haben da tatsächlich eine Kühlbox mitgenommen mit Futter und der Aufwand hat sich einfach überhaupt nicht gelohnt, weil bis wir die Kühlbox in unser Zimmer hochgetragen hatten, war die Hälfte ausgelaufen. Ja, war nicht so cool und wir machen das auch nicht mehr. Wir sehen das generell mittlerweile sehr, sehr locker, muss ich sagen. Was man auch durchaus locker sehen kann, wenn man einen ausgewachsenen Hund hat, dann ist der nicht darauf angewiesen, dass man für 1-2 Wochen, in denen man in Urlaub ist, seinen BAF-Plan so streng durchzieht, wie man es normalerweise macht. Ausgewachsene Hunde kommen super gut mit Schwankungen klar, wenn die sich nur über 1, 2, 3 Wochen ziehen. Ja, wenn wir vergessen haben, was aufzutauen, also wenn es ja wirklich nur um 1, 2 Tage geht, die überbrückt werden müssen, improvisiere ich einfach ganz, ganz oft auch. Was wir immer daheim haben, sind eigentlich Dosen oder zurzeit haben wir auch das Trockenfutter von Ida Plus da. Das wurde uns zugeschickt. Damit haben wir jetzt oft mal 1, 2 Tage überbrückt, wenn wir vergessen hatten, was aufzutauen. Was eigentlich ganz witzig ist, weil wir haben ja angefangen zu barfen, weil Pli überhaupt kein Trockenfutter mehr angerührt hat. Das von Ida Plus liebt sie komischerweise. Und die haben es auch beide richtig gut vertragen, die Umstellung von Barf auf das Trockenfutter. Wovon ich ja eigentlich die ganze Zeit überhaupt nicht so überzeugt war. Ne? Aber ja, das ging ganz gut. Oder was immer geht, sind natürlich Eier, Naturjoghurt, kurz Reis aufkochen, so Sachen. Also wenn es da nur um 1, 2 Tage geht, dann tut's das auch mal. Und jetzt gehe ich auf ein paar Alternativen ein, die ihr nutzen könnt, wenn ihr euer BAF nicht mit in den Urlaub nehmen möchtet. Ich bin vorsichtig mit Produktempfehlungen. Ich habe jetzt zwar Ida Plus schon genannt, weil nicht weil die mir das zugeschickt haben, sondern weil ich selbst überrascht war, dass die Hunde das so super angenommen haben und richtig gut vertragen haben, auch was den Output anging. Ja, aber ansonsten werde ich jetzt, glaube ich, keine weiteren Produktempfehlungen machen, weil das halt auch, es ist so individuell auch, ne? Nur weil mein Hund diese eine Dose oder dieses Trockenfutter gut verträgt, muss es nicht heißen, dass euer Hund das genauso gut verträgt. Deshalb gilt allgemein, wenn ihr eine Alternative an Futter mit in Urlaub nehmt, testet die nicht erst, wenn ihr in Urlaub seid, sondern vorab halt schon, ne? Dass ihr dann gegebenenfalls im Urlaub nicht den Stress von einer Futterumstellung habt oder euer Hund dann das Futter nicht verträgt und dann habt ihr im Urlaub Stress mit Durchfall und was weiß ich was. Das will man auch nicht. Deshalb testet das einfach vorher aus und nehmt dann das, wo ihr wisst, euer Hund verträgt es gut. Und wie gesagt, für 1, 2 Wochen würde ich mir da auch überhaupt keinen Stress machen. Hauptsache, euer Hund verträgt das Futter gut, ihr habt euch mit dem Futter auseinandergesetzt und könnt es mit gutem Gewissen geben, was vielleicht auch die Inhaltsstoffe und so weiter angeht. Ja, wenn man Barfer ist,
finde ich eigentlich die beste Alternative im Urlaub, einfach mal zu schauen, was der Supermarkt so hergibt an rohem Fleisch. Was man natürlich immer mitnehmen kann, sind Gemüseflocken, die man dann vor Ort, also im Urlaub, dann nur noch in Wasser aufweichen muss. Das machen wir ganz oft als Alternative, wenn es um das Gemüse geht. Und ja, Fleisch würde ich einfach mal im Supermarkt schauen. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Und wie gesagt, wenn ihr da jetzt die ein, zwei Wochen nicht drauf besteht, euren Futterplan streng durchzusetzen, wäre mir das auch nicht so wichtig, wenn es da mal ein, zwei Wochen eben weniger Knochen oder weniger Innereien gibt. Und dann schaut ihr einfach mal im Supermarkt, was ihr finden könnt. Rinderhack, Suppenfleisch ohne Markknochen gibt es ganz oft. Leber, Hühnerherzen findet man ganz, ganz oft in den Supermärkten. Hühnerklein, Hähnchenkeulen als Knochenersatz. Also da gibt es schon einiges, was man finden kann. Und ja, wenn euer Hund rohes Fleisch verträgt. Also ich gehe jetzt generell davon aus, dass ihr euren Hund barft, wenn ihr das Video anschaut. Dann ist das doch eine super Alternative eigentlich. Was wir eigentlich die letzte Zeit immer im Urlaub gemacht haben, sind einfach Dosen mitzunehmen, weil Dosenfutter im Gegensatz zu Trockenfutter natürlich dem Barf noch mal ein bisschen näher kommt wenigstens. Und es gibt doch auch diese Fleischwürste, die sich ein paar Tage dann im Kühlschrank halten, extra für Hunde. Die sind zum Beispiel auch ein bisschen näher am Barf dran als Trockenfutter. Wie gesagt, unsere Hunde haben jetzt das Trockenfutter von Ida Plus zum Beispiel auch super vertragen. Aber trotzdem nehmen wir meistens eigentlich Dosenfutter mit. Und da guckt ihr einfach, welches Dosenfutter ihr gut findet und euer Hund dann natürlich auch gut verträgt. Ein bisschen was an Informationen kann ich euch ja auch nochmal in die Infobox reinpacken. Aber eine andere Alternative wäre jetzt zum Beispiel auch Trockenbarf. Ne? Da gibt es auch ganz, ganz viele verschiedene Anbieter. Und das ist dann tatsächlich Barf, einfach nur getrocknet, dass man dann im Urlaub in Wasser einweichen kann und dem Konzept Barf halt auch wieder ein bisschen näher kommt. Ich persönlich habe sehr, sehr viel über Trockenbarf schon gelesen, aber ich habe es tatsächlich selbst noch nie ausprobiert. Und da wird es super gut mit der Variante einfach im Supermarkt zu schauen oder mit dem Dosenfutter, das unsere Hunde gut vertragen, super klarkommen. Weiß ich auch gar nicht, ob ich Trockenbarf überhaupt noch mal ausprobieren würde. Ich würde ja generell auch euch eher den Tipp geben, nicht so arg viel darum zu experimentieren, sondern wenn ihr was gefunden habt, das euer Hund super gut verträgt, dann bleibt doch einfach dabei. Und für den Omega-6-Ausgleich nehmen wir ganz oft anstatt Lachsölflaschen Lachsölkapseln mit, weil die sich einfach bequem mitnehmen lassen. Und da kann man dann an 4 Tagen die Woche circa auch eine Kapsel mit ins Futter geben oder in Baileys Fall, je nachdem, wie schwer euer Hund ist, 2, 3 Kapseln mit ins Futter geben. Ja, das sind so die Alternativen, die wir im Urlaub oder als Überbrückung nutzen, wenn man was vergessen hat aufzutauen. Ihr könnt mir ja auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das löst im Urlaub, falls ihr euren Hund barft. Ja, würde ich mich super drüber freuen und eigentlich war es das dann auch schon. Ich will das Video nicht unnötig in die Länge ziehen. Das sind die Tipps und Tricks, die wir bei unseren Hunden anwenden. Ich hoffe, es war was für euch dabei und wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Video wieder. Ich verlinke euch hier meinen Kanal zum Abonnieren und auf meinem Kanal findet ihr ganz, ganz viele Videos auch zum Thema Barf. Ich wünsche euch da viel Spaß beim Durchstöbern und bis ganz bald.